Als Fan vom KFC Uerdingen hat man in letzter Zeit nicht viel zu lachen. Insolvenz, Drittliga-Abstieg und ein Katastrophenstart in die neue Saison. 6:0 und 8:2 Pleiten inklusive. Der einzige Lichtblick, das 0:0 gegen Alemannia Aachen. In der letzten Partie die ersten Punkte, auf die man am 6. Spieltag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach aufbauen und vielleicht eine Art Mini-Aufwärtstrend starten möchte. Die Jungfohlen dagegen wollen gerne den dritten Sieg der Saison gegen den Tabellenletzten holen. Doch erstmal müssen sie im Galopp nach hinten. Denn die Kellerkinder aus Uerdingen mit gutem Tempo in den ersten Minuten, aber mangelnder Präzision, um da richtig torgefährlich zu werden. Das war's dann aber auch erstmal vom KFC, die Gladbacher nun aktiver. Kaan Kurt, deutscher U20-Nationalspieler, sucht Neuzugang Phil Beckhoff. Erste gute Chance für die Borussia. Währenddessen zeigt Jovan Jovic, wie schön er nach oben springen kann. Das ist dann in der nächsten Aktion ganz nützlich. Gahl und Jovic. Das alte Motto Flanke, Kopfball, Tor verkommt bei der Borussia zu Flanke, Kopfball. Oh. Ein Raunen geht dann auch wenig später wieder durch das Grenzlandstadion. Allerdings eines der Enttäuschung über den Schuss von Enrique Lofolomo. Der KFC Uerdingen ist übrigens auch noch auf dem Platz und fühlt sich von Lofolomos Versuch etwas angestachelt. Denn Prodanovic zeigt, wie ungefährlich er eigentlich auf das Tor schießen kann. Mit dem 0:0 geht es in die Kabine für Dmitri Voronov und seine Mannschaft. Bei 20 Gegentoren in den ersten 4 Spielen. Ein kleiner Achtungserfolg nach dem 0:0 gegen Aachen sind es jetzt schon. 137 Minuten, in denen es hinten nicht mehr geklingelt hat, und da kommen dann auch noch ein paar oben drauf, weil Gladbach die Durchschlagskraft fehlt. Die hat dann allerdings Abdul Mosalim Fesenmeier, der räumt Michael Wenzel ab und die Fohlen werden bissig. Lofolomo reißt da Noe Baba rum, der findet das gar nicht lustig. Die Emotionen kochen hoch. Fesenmeier und Wenzel links im Bild haben sich aber schon wieder lieb. Auch Lofolomo kriegt sich dann ein und leitet den Angriff über Müsel ein. Steffen Meuer schaut, ob Jovan Jovic noch etwas Fangtraining braucht. Die besten Uerdinger sind an diesem Tag die mitgereisten KFC-Fans, die ihre Mannschaft die ganzen 90 Minuten über unterstützen und dann Jovic Beifall spenden können, dass er nicht eingeschlafen ist bei so einer Lahmente vom eingewechselten Mika Schröers. Aufregender wird's jetzt. Gahl bleibt nach dem Duell mit Fesenmeier liegen. Nun ist mal Platz für den KFC. Stichwort Lucky Punch. Barini hebt die Hand, möchte den Ball haben. Barini und Fesenmeier! Das war die Riesenchance für den KFC Uerdingen, in Führung zu gehen. Udi Barini legt den super vor. Aber der wirkliche Star dieser Szene trägt ein weißes Trikot und heißt Olschowski. Was ein Wahnsinnsreflex. Jetzt muss Gladbach auf einmal zittern, denn Uerdingen kommt wieder. Barini, diesmal macht er selbst. Dabei müsste er da eigentlich besser zu Yeboah durchspielen. Der wäre dann alleine vom Tor gewesen. So endet die Partie. Also 0:0. Für Gladbach das erste Unentschieden der Saison. Für Dmitri Voronov und seine Jungs ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sehr zur Freude der eigenen Anhängerschaft.